Pro 48. Ihr habt sie gerade gesehen, aber was ist der Unterschied? Ich erkläre es euch. Spulen wir mal das ganze 30 Jahre zurück. Vor 30 Jahren war das hier unsere erste Fliese. Naja, so auf den ersten Blick kein Unterschied. Gucken wir mal genauer hin, sieht man, dass wir hier ganz dünne Stifte haben. Wir können das Ganze auch mal vergrößern. So sieht das Ganze nämlich dann vergrößert aus. Das heißt, hier sieht man diese dünnen Stifte. Wenn ein Auto jetzt rangiert hat auf dem Boden, ist es gern mal so gewesen, dass diese Stifte mit der Zeit nachgegeben haben. Wir haben natürlich auch Mitbewerber, die da mitgedacht haben und gesagt haben, wir machen die breiter wie die, haben damit auch jetzt geworben, wir haben das breiteste Verbindungssystem, das beste Verbindungssystem. Entschuldigung, wir sind seit 30 Jahren der originale Hersteller, ist doch wohl klar, dass wir das nicht auf uns sitzen lassen, haben jetzt ein neues Verbindungssystem geschaffen mit der Pro 48, das heißt, wir haben 1 cm breite Stifte und auch die Ösen wurden komplett dicker gemacht. Das heißt, wir haben das Maximum aus der Platte rausgeholt. Mehr geht nicht. Jetzt werden sich viele fragen, warum Pro 48? Bisschen komplex. Wir fanden den Namen einfach zum einen sau cool. Pro 48 stellt was dar. Aber wenn man mal hingeht, wir haben 6 Verbindungsteile hier an der Platte. Das heißt, 6 Stifte. Daran kommen ja 6 Ösen. Das heißt, wir haben hier schon mal 12 mal 4 Seiten. Gibt 48. Das ist der Hintergrund des Ganzen. Was ist noch bei der Pro 48 anders? Die ist deutlich schwerer wie die normale und auch deutlich schwerer wie die der Mitbewerber. Das heißt, wir haben hier 624 beim Mitbewerber. Wir sind mittlerweile bei 677. Das heißt, mit einem Klick zum perfekten Auftritt, weil wenn ihr es perfekt haben wollt, dann nehmt die Pro 48. Bis dann. Ciao.